Heute geht es um den Ausbau der Einspritzleiste für die Einspritzventile beim Benziner mit 2,5 Litern. Da gibt es hier so von den Anschlüssen je nach Motor so ein paar Variationen. Das ist jetzt hier die ACU-Variante, aber grundsätzlich ist das bei allen gleich. Das jetzt hier, wie man auf die Einspritzleiste guckt, wenn man quasi von vorn auf den Motor guckt, wobei da jetzt natürlich im eingebauten Motor hier noch alles Mögliche im Weg ist, also so Drosselklappe und so. Das ist aber egal, weil die Schrauben, mit denen das befestigt ist, die sind halt hier hinten, ne? Da haben wir eins, zwei, da ist die dritte, die vierte und die fünfte. Imbusschrauben oder Imbus oder wie auch immer. Und ja, das sieht man halt nicht, sozusagen, wenn man davor steht. Und das ist halt auch echt ein bisschen undankbar, das auszubauen. Also man kommt halt hier schon irgendwie dran mit dem Werkzeug, wenn man da drin ist. Aber es ist, naja, wie gesagt, es ist undankbar. Ich nehme das jetzt mal auf, wie ich das ausbaue hier an dem sozusagen Leermotor. Und dann später, wenn ich das dann beim richtigen Auto nochmal ausbaue, dann werde ich da nochmal einen Zeitraffer machen, wie man das richtig sieht. Also, los geht's. So, das ist jetzt der von vorne gesehen ganz rechte. Macht natürlich Sinn, wenn man die ausbaut, dass der Motor ein bisschen warm ist. Aber wenn der Motor zu warm ist, dann verbrennt man sich halt hier auch schnell. Von daher, ja, vorsichtig sein. Der ist jetzt hier kalt. Ich hoffe jetzt natürlich sehr, dass ich mir hier nicht irgendeine Schraube abbreche. Also ich habe alle Schrauben jetzt hier richtig vernünftig mit WD-40 eingejaucht. Ich hoffe, man kann es vernünftig sehen. Und dann halt schon mal neben der Kamera quasi, also ohne Kamera, das weil quasi denen mal den ersten Tritt gegeben. Und die sind auch alle gekommen. Aber da besteht auf jeden Fall die Gefahr, dass die Schrauben abreißen. Das wäre natürlich eine Katastrophe, wenn das passiert. Wobei, also hier ist halt Stahl in Aluminium geschraubt. Insofern sollte man das in jedem Fall irgendwie rausbekommen. Aber ne, die Schraube hier sieht halt so aus. Also von daher wirklich schön im Vorfeld die einjauchen, dass das da so weit wie möglich da bis runter in den Schaft geht. Und am besten die Schrauben im Vorfeld schon neu besorgen, wenn man da mal vorher mit dem Handy drin fotografiert hat und sieht, dass die Aufnahmen schon eventuell ein bisschen angerostet sind. Ne? Also wenn jetzt hier zum Beispiel irgendwie immer Wasser runtertropft, weil irgendwie irgendwas undicht ist, also Regenwasser und das dann läuft dann darin, dann können die halt nach einer Zeit so aussehen. Also von daher, das muss man sich hier wahr sein, dass das ein Problem sein könnte. Und deshalb auf jeden Fall nicht das beim kalten Motor ausbauen und ja, vorsichtig sein. So, im eingebauten Zustand ist natürlich hier jede Menge Zeug, Kabellage, Wasser, alles mögliche Zeug. Das werdet ihr dann sehen, wenn ich das am echten Motor ausbaue gleich. Aber sozusagen hier, dass man es mal so in Reinform sieht. Und hier hängen jetzt die Injektoren dran. Also die Einspritzventile heißen die ja beim Benziner. Und die Schrauben hier, die waren jetzt zwar relativ fest, aber die müssen jetzt nicht wie bei einem Dieselinjektor super stramm sitzen, weil die Einspritzung quasi nur in den Ansaugtrakt erfolgt, ist keine Direkteinspritzung und dann quasi sich mit der Luft mischt und das quasi zusammen in den Brennraum kommt, das Gemisch. Und deshalb, also wenn er das wieder anzieht auf den vorgeschriebenen Wert, blende ich mal unten ein, wie viel Newtonmeter man das anziehen muss. Und ja, aber wenn euch das zu viel vorkommt, also kann auch ein bisschen weniger sein. Das passt dann auch so. So. Und jetzt kann man das halt hier so raus wackeln. Ums. Und das war's schon. Tja, und jetzt, wenn das dann halt hier ab ist, dann viel Glück, das hier halt rauszubekommen. Nach da geht's, glaube ich, nicht, weil da ist irgendwie nicht genug Platz. Ich weiß nicht sozusagen, in welche Richtung das rausgeht, ob es irgendwie, naja. Wie man sieht, im Grunde genommen geht es hier auch so nach oben raus. Ja, also eigentlich geht es sozusagen geht es in allen Varianten raus. Naja, und dann hat man halt hier die Einspritzleiste mit den einzelnen Ventilen und die kann man jetzt mal begutachten. Die Dinger, die kosten ja mittlerweile, selbst die braucht 100 € das Stück, diese Ventile. Das ist natürlich krass, ne?
Und wenn du die neu kaufst, gibt es bei Mercedes, bei VW Classic Parts, wollen sie 560 Euro für ein einziges Einspritzventil. Also das Letzte, was man noch machen muss, bevor man das auseinandernehmen kann, ist diese Schraube hier rausnehmen. So ein Torx. Und die sieht auch scheiße aus. Also, naja, schön putzen. Dann kann man die vielleicht wiederverwenden, weil von oben sieht es ja noch vernünftig aus. So, und dann einfach das Ganze abhebeln. Das steht tatsächlich auch im VW-Handbuch, dass man das abhebeln soll nur. Und das ist dann aber sehr einfach. Das sitzt dann da ganz locker drauf. Nun ja, und dann haben wir hier die Schienen. Und das muss jetzt halt hier alles vernünftig inspiziert werden und durchgemessen werden. Also, dass hier die Kontakte irgendwie alle stimmen, dass hier die Übergangswiderstände vernünftig sind, dass hier sich keine Korrosion gebildet hat. Und dann natürlich die einzelnen Injektoren durchmessen, die sollten zwischen 15 und 20 Ohm haben. Und wenn sie das haben, dann sind sie aller Wahrscheinlichkeit nach technisch zumindest okay. Und dann kann man sie noch abspritzen. Wobei das mit dem Abspritzen sollte man vielleicht machen, bevor man das Ding zerlegt. Wenn man da die Möglichkeit hat, also wenn man da so diese Aufnahme für hat. Diese fünf Plastikbehälter braucht man im Grunde genommen mit so einer Füllstandsanzeige und dann lässt man den Motor da ein bisschen orgeln, ohne dass die Zündung, die Zündspule, die klemmt man quasi vorher ab und dann lässt man den orgeln und dann guckt man mal, wie viel Sprit quasi hier eingespritzt wird. Und wenn es überall gleichmäßig ist und das Spritzbild irgendwie überall gleichmäßig aussieht, dann ist das gut. Naja, und wenn das halt hier aus der einen halt ein Strahl rauskommt und aus den anderen kommt ein Sprühbild, dann ist das natürlich ein Zeichen dafür, dass der Injektor quasi nicht in Ordnung ist. Das erklärt übrigens auch, wenn das Sprühbild nicht gut ist, weshalb der Wagen trotzdem gut läuft, wenn er an hohen Drehzahlen läuft. Weil dadurch, dass das hier über den Ansaugtrakt quasi geht und du hast eine hohe Drehzahl, dann saugt er natürlich viel Luft an. Das heißt, selbst wenn der hier einen Strahl rauspinkelt, ist der Luftdurchstrom hier so hoch, dass das dann am Ende trotzdem irgendwie noch halbwegs zerstäubt im Brennraum irgendwie ankommt. Aber das erklärt dann halt auch, wieso der scheiße läuft, wenn er kalt ist, weil dann halt flüssiges Benzin in der Brennkammer ankommt und das ist natürlich in jeglicher Hinsicht schlecht. Also das brennt nicht und das kann quasi am Kolben runterlaufen und sich mit dem Öl mischen. Also ja, naja. Ja, dann kann man hier als nächstes sinnvollerweise die Übergangswiderstände messen. Also da seht ihr ja das Multimeter. Hier, dass man die Anzeige gut sehen kann. In meiner Chaoswerkstatt. So, und jetzt hier quasi vom Eingang zum ersten Kontakt. 0,0 Ohm. Zum zweiten. Na, no, war eigentlich richtig drauf. So, 0,0, dritter, 0,0, vierter, 0,0, fünfter, 0,0 und die andere Seite, 0, wieder 0, immer noch 0. 0 und 0. Also wenn ihr hier Übergangswiderstände habt, was eigentlich ja nur passieren kann, wenn da irgendwie Feuchtigkeit drin gekommen ist, naja, dann muss man halt mal gucken, ob man das eventuell sauer bekommt und mit Korrosions ja, Entferner irgendwie das sauber bekommt, weil ansonsten hat man Arschkarte und dann kann man sich diese Leiste hier neu besorgen. Deshalb werden auch diese Leisten alleine irgendwie mittlerweile für 300 Euro gehandelt. Also das ist wirklich hier, das ist einfach mal Goldstaub, ne? Also krass. So, und jetzt messen wir mal hier in dem Zusammenhang die Widerstandswerte der einzelnen Injektoren. Dauert ein bisschen, bis er kommt. 14,7. Naja, die Toleranz ist, also eigentlich steht im Handbuch von VW, die sollten zwischen 15 und
zwischen 15 und 20 Ohm haben. Also hier mein Leitungswiderstand, da kommt ja eigentlich nichts dazu. Jetzt misst man natürlich den Ohmwert von der Spule. Naja, vielleicht, wenn man jetzt hier noch weiter drauf bleibt. Also man schickt ja da ein bisschen Strom durch mit dem Messgerät. Naja, ist Untergrenze. Ich weiß nicht, ich kann mir das vorstellen, dass VW sagen würde, so wechseln, Widerstandswert ist zu gering. Also es ist, oder beziehungsweise es ist nicht in der Toleranz. Aber für mich ist jetzt hier erstmal wichtig, dass die alle den gleichen Wert haben. Der Motor, wo ich das ausgebaut hatte, der ist auf jeden Fall bis zuletzt gelaufen. Der wurde geschlachtet, der Bus. Nee, stimmt nicht, der wurde nicht geschlachtet, sondern der Motor wurde getauscht, weil der nicht mehr richtig Druck aufgebaut hat. Beim Öldruck. Deshalb wurde da ein neuer eingebaut. Ja, hier ist der Widerstandswert minimal größer, wobei der pendelt sich auch ungefähr da ein. So. Und 14,6. Naja, ungefähr, mehr oder weniger ungefähr gleich. Gut. Ja, soweit dazu. Das ist alles das, was er messen könnt. Wenn hier irgendwelche Werte nicht stimmen, dann muss der Injektor raus. Gucken hier, das mal demonstrieren kann, wie der hier rausgeht. Aber tja, um ehrlich zu sein, bin ich ganz froh, dass der hier drin ist. Und deshalb werde ich den jetzt mal nicht versuchen, hier rauszubekommen. Aber theoretisch ist der halt auch bloß gesteckt mit irgendwelchen O-Ringen. Das kann man ja an dem sehen, wie die ausgebaut aussehen. Ne? Da sind halt so O-Ringe. Dann ist das da quasi alles genau reingepresst. Und ja, so kann man es quasi wieder ausbauen. Aber hier sind halt auch nochmal irgendwie, hier ist halt so eine Dichtgeschichte. Das will ich jetzt nicht aufmachen. Ja. Naja. So, jetzt messen wir mal nochmal den Gesamtwiderstand. Da wandert er so langsam hoch und pegelt sich bei 3,3 ein. Und das entspricht, jetzt sagt er 3,1. Aber das entspricht quasi dem, weil die sind halt alle parallel geschaltet. Wir haben ja mitbekommen, dass jeder ungefähr 15 Ohm hat. Und 15 Ohm, 5 mal parallel geschaltet, ist halt im Grunde genommen 15 durch 5 und das ist 3. Wenn die halt 20 Ohm hätten, dann wäre es halt 4, weil 20 durch 5 ist halt 4. Ja, das ist, wenn die Widerstände alle gleich sind, kann man das halt in einer Parallelschaltung so berechnen. Ansonsten muss man da mit 1 durch und so. Nun ja, so, also erstmal machen wir die Batterie ab zum Einspritzleisten ausbauen. Nur um sicher zu gehen. So, dann ziehe ich mal, wobei den muss man hier eigentlich nicht abbauen. Ziehe mal den Kabel ab und den Kabel, den hier ab. Also das ist quasi hier so Ansauggeschichte. So, raus. Dann hier hier ist der Kabel für die Einspritzleiste, den hier quasi abziehen. Dann probiere ich jetzt erstmal, ob ich da die Schrauben gelöst bekomme. Fangen wir mal mit der hier Drosselklappe auch ab. So, mit der hier an. So, lösen. Und dann gleich wieder ein bisschen anziehen, damit der nächste sich nicht verkantet. Für eine Bewandtnis, dass der vorher erstmal ein bisschen warm sein soll. Naja, dann sind die Schrauben nicht so fest in dem Motor drin. Wärme löst da so ein bisschen die Verbindung in, also hofft man jedenfalls meistens, dass er die tut. Ich weiß jetzt nicht, ob es das immer macht, aber wenn es kalt ist, bricht es schneller. In dem Fall ist es ganz okay, unwahrscheinlich, dass die Schraube abbricht, weil es halt eine Stahlschraube in einem Aluminiumkörper ist. Aber unwahrscheinlich heißt nicht unmöglich. Insofern, lass mich mal hier.
kriegst du auch ab, ohne diesen Wasserbehälter hier zu demontieren. Tja, so, also können wir mal die Schrauben hier abmachen. Das ist auf jeden Fall hier das Schläuch, was zum Wärmetauscher führt. Ich habe jetzt hier bei dem Bus relativ viel Glück mit dem Schläuche, weil der halt keine Klimaanlage und nichts hat. Das ist auf jeden Fall bei der Variante mit der Klimaanlage deutlich doofer. Und auch bei der Variante, die, wenn du dann halt eine Autogasanlage verbaut hast, dann hast du da auch irgendwie noch deutlich mehr Schläuche. Und das ist irgendwie mal nicht so optimal. Aber nicht durch. Dann muss ich mit leben. Andere Sorgen, bevor ich mich um das kümmere. Jetzt können sie alle raus. Na, die sieht ja eigentlich ganz gut aus. Also ein bisschen Schlotz ist da mal reingefallen. Ja, naja, auf jeden Fall ein bisschen Drahtbürste. Oh, das ist gut. Gut, dann kommen wir zu den Schläuchen. Gut. Einmal und wo ist der andere? Das ist der Unterdruckschlauch. Den kann ich eigentlich mal abziehen. Und unten ist noch eine Schelle. Klo, das war hier nämlich nur gesteckt, Ding. Ziemlich sicher, dass das hier nur gesteckt ist. Scheiße. Aber wo? Ist der Drucksensor da drin? Nee, das ist so Abgasrückführung quasi aus dem Ventildeckel, so Kugelgehäuse, Entlüftung oder so, was nennt sich das da? Naja, egal. Das wird jetzt auch, das ist jetzt am Ende auch egal. Hauptsache, kriegt das jetzt mal hier raus. Das kriegt man gebraucht für den Fünfer. Halten. So, 1, 2, 3, 4. Und ab ist er die Drosselklappe. Also hier ist noch ein Unterdruckschlauch, nicht vergessen. Ich muss nachher wieder dran. Insofern, so, nächster Versuch, die hier so rauszudrehen. Das sieht doch schon mal besser aus. Da bin ich mit rein. So, sehr schön. Eine Zange. Na, wenn das so rührt, dann kann das nur der Steffen mit dem grünen Bobbybus. Na? Was los? Nein, das verschmiegt. Also länger hätte der Mercedes ein Design brauchen. Sonst hätte er, beim Bike nicht reingepasst. Beim Bike nicht reingepasst. In die Anhängerkupplung, weißt du? Ja. Ah, ja.
So, also jetzt ist er raus. Ich musste jetzt hier doch den Vorderwagen nochmal vorklappen, weil es ansonsten nicht gegangen wäre. Naja, ja. Und dann hat jetzt hier jetzt gewirkt. Ne? Und jetzt ist er raus. Und jetzt läuft hier noch irgendwie ordentlich Benzin runter auf meinen Teppich. Aber so ist das. Dafür hat man ja Teppich in der Werkstatt. Also resümieren, sagen wir mal nochmal, was den Ausbau von der Einspritzleiste irgendwie angeht. Also irgendwie ist doof, dass man diese Kabel, diese Schläuche da irgendwie so schlecht abbekommt, weil die da irgendwie so fest sitzen. Dann muss man halt die Drosselklappe irgendwie abbauen. Und naja, dann in jedem Fall offenbar das Ding nicht einfach abziehen. Das ist offenbar, das macht das irgendwie kaputt. Aber als ich das letzte Mal gemacht habe, naja, da werde ich den offenbar nicht rausgezogen haben, aber man kann es offenbar nicht rausziehen. Aber dann kriegt man das quasi da dran vorbei. Wahrscheinlich hätte man den hier noch mit abbauen sollen. Naja. Und dann halt alles andere in umgekehrter Reihenfolge halt wieder rein, so wie wir es irgendwie auseinander gemacht haben, dann ist gut. Ne? Läuft schick und ja, so könnt ihr die Einspritzleiste tauschen und mal kicken, ob da irgendwas in Ordnung ist oder nicht in Ordnung ist. Gut, Thema Einspritzleiste abgehakt.